und nochmal hallo, hier ist Christina Rehback von Ice LED Lighting. Wir machen Spitzenlicht für Spitzenleistung und das eben ganz viel auch für den Tennissport. Wir sind hier heute beim BTV Infrastruktur Workshop in Oberhaching im Tennis Space und ich freue mich, Sie, Frau Höhn, hier vom BTV begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Jetzt haben wir einige Jahre bereits sehr erfolgreich miteinander gearbeitet. In Summe sind es knapp 4 Jahre. Uns interessiert natürlich, das eine ist, was sagen Sie, was geben Sie für ein Feedback? Das andere ist aber natürlich insbesondere, was sagen denn die bayerischen Tennisvereine? Und dazu haben Sie netterweise eine Umfrage im Vorfeld gemacht und dürfen jetzt ein paar Takte dazu sagen. Genau, also wir sind von der BTV-Vereinsberatung natürlich sehr eng an den Vereinen dran und haben die dann gefragt, haben dann auch gleich Feedback bekommen. Und die Gründe für Vereine auf LED umzurüsten sind einfach, erstens, sie wollen Energie einsparen, ist ihnen ganz wichtig, und sie wollen natürlich ihre Halle optimal ausleuchten. Und damit waren sie auch rundum zufrieden, also was uns besonders gefreut hat, vor allem mit ihrer Firma, ja, also die, die sich dafür entschieden haben, das mit AS LED Lighting zu machen, waren mit dem Service sehr zufrieden. Sie waren sehr zufrieden mit den Energiekosten, die sie eingespart haben, mit der Helligkeit der Leuchte und auch mit der Optik. Also die Leuchte an sich hat ihnen auch sehr gut gefallen. Das ist schön. Und Sie selber wenden das ja auch an im privaten Umfeld, wie wir gehört haben. Sie spielen sehr ambitioniert selbst Tennis. Was sagen Sie, gibt es Unterschiede beim Licht? Auf jeden Fall. Also ich bin mit meinen doch fast 40 Jahren spiele ich in einer aktiven Damenmannschaft auf Landesliga-Niveau. Das bedeutet gerade im Winter auf Teppich, wir sind in der sehr schnellen Halle, sehr schnelle Ballwechsel. Und da hatte ich mit der alten Beleuchtung tatsächlich Probleme. Ja, ich hatte Probleme mit dem Treffpunkt, man trifft die Bälle nicht mehr optimal, wenn man sie nicht ganz genau sieht. Und mein Verein hat umgerüstet auf LED-Technik und ich kann nur sagen, ich treffe die Bälle wieder, es macht Spaß, ich kann mithalten und es ist ja ein ganz anderes Spielvergnügen. Das ist schön und was uns natürlich ganz besonders interessiert, hier trainieren auch die Profis, die man später mal im Fernsehen sieht oder auch jetzt bereits im Fernsehen mitverfolgen darf als Fan. Uns interessiert, was sagen die zum Licht, weil hier haben wir auch umgerüstet und dafür hat der Herr Hauschke ein Kurzinterview mit dem Lars Übel, mit dem Cheftrainer gemacht. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Okay, ich bin gespannt. Hallo zusammen, Lars Übel hier. Ja, Thema Beleuchtung in Tennishallen. Jeder, der schon mal Tennis gespielt hat in der Halle, kennt die Situation. Man greift an, man spielt einen Ball und der Ball fliegt irgendwie durchs Licht und schon haben wir Tennisspieler eine Ausrede und wir Tennisspieler sind natürlich unglaublich gut in Ausreden, weil Fehler machen wir natürlich nie selber und suchen immer Punkte, an denen wir uns hangeln können, um uns aufzuregen oder die Schuld anderen zu geben und oft ist das auch das Licht. Wir freuen uns, dass das jetzt nicht mehr so ist bei uns. Die LED-Beleuchtung, die wir haben, ist unglaublich. Die Bälle können praktisch durch das Licht fliegen und behindern den Spieler nicht. Des Weiteren sind die Spieler wesentlich aufmerksamer und haben wirklich einen optimalen, die optimalen Möglichkeiten, den Ball zu treffen. Und wir als Trainer haben auch wirklich die Chance, sehr genau zu schauen, was auf dem Platz passiert. Sind wir sehr, sehr froh, da jetzt eine LED-Beleuchtung zu haben, die uns alle Ausreden wegnimmt oder eine Ausrede wegnimmt, ist besser.